ja gar nichts. No. Übertreib nicht mal. Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Amir. Wir sind jetzt hier natürlich wieder bei Folge 3, Part 2. Denn wir haben ja erstmal die Challenge-Runde aufgenommen. Und jetzt sind wir hier auf der Reeperbahn und befragen die Leute, wie die so zu Reality-TV stehen und ob die sich selber trauen, mal bei Reality-TV mitzumachen. Also, komm mal mit. Willst du dich erstmal vorstellen? Ich bin die Nina und ich bin 21. 21. Hallo, ich bin Emily. Ich bin Paulina. Ich bin Luis, ich komme aus Hamburg, bin 22 Jahre alt. Hallo. Möchtest du einen Schluck Jack Daniels? Dann sage ich nicht nein. Ein Schluck geht immer. Ein Schluck geht immer. Hoppla. Hoppla? Hast du dich voll gedrippt? Ein bisschen. Nee, aber ich sehe nichts. Nichts? Hast du gut gemacht. Soll ich mich ausziehen gleich? Vielleicht nicht auf der Reeperbahn. Steht da einer von Dad. Okay. Ja, einer von Dad. Ich bin zwar noch kein Dad, aber... Noch nicht. Ab welchem Alter sind Männer Dad? Ja, wenn sie halt ein Kind haben. Ich würde sagen Mitte 30. Ich glaube, Mitte 30 ist ein gutes Alter für ist Kinder. Gutes Alter? Ja. Okay. Würdest du bei Trash TV mitmachen? Im Herzen ja, meine Eltern sagen nein. Deine Eltern müssen ja nichts davon wissen. Kriegen sie doch gar nicht mit. Kriegen sie nicht mit? Nein, die gucken das mit mir zusammen. Das ist das Problem. Okay, angenommen, deine Eltern würden es nicht mitkriegen. Dann direkt. Also ich sag erstes Aito. Aito? Also ja. Direkt Bum Bum Bum? Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich will mein Perfect Match finden. Ein Perfect Match? Perfect Match und nicht rausfliegen können. Was ist so dein Perfect Match? Also auf was für Typen stehst du so? Groß. Nicht seiner Freundin fremdgehen. Warum? Er hat doch, wer sagt denn, dass er eine Freundin hat? Prominent getrennt. Ja, getrennt. Aber er ist jetzt, also er ist ja schon mal groß. Meint das ja auf die Situation bezogen. Ah, okay, ne? Okay. Also, vielleicht ist er nicht also ein groß. Netter. Ich bin 1,80, größer als 1,80. Okay, okay. Ami, wie groß bist du? Ich bin 1,80. Wir sind beide gleich groß, deswegen glaube ich, das passt nicht so. Ich glaube nicht. Ich habe einen Freund, aber wenn ich keinen Freund hätte, würde ich da gerne mitmachen. Na, warum kannst du mit deinem Freund auch gehen? Temptation Island, nein, die haben Sommerhaus. Das ist nicht so offen dafür. Aber was hast du mal her? Aus Serbien. Und du, würdest du mitmachen? Boah, ja, eigentlich schon. Aber du bist Single? Ja. In welchem Format würdest du da eher mitmachen? Aito, safe. Aito? Direkt Bum 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 oder? Boah, ich sag ehrlich, keine Ahnung. Man steckt nie in dieser Situation drin, dass man sagen kann, man geht da rein oder nicht. Also Küssen und sowas wäre ja, auch kein Problem. Normal. Hast du meiner Schwester schon gesagt, ja? Safe. Kannst du dann einmal kurz den Ozan küssen? Ah, ist doch langweilig, auf den Mund wollten wir haben. Wie auf den Mund? Ja. Funktioniert nicht. Nee, aber bei Aito müsstest du. Ja, bei Aito. Sind wir bei Aito? Ja. Die ganzen Chaoten sind noch alle hier. Ja, das war süß. Das war doch. Das war's. Ja, ich würde jetzt bei Love Island mitmachen. Du würdest gerne mitmachen? Ich oder mach machst jetzt, du ich mach machst jetzt mit? Ja. Genau. Also bist du schon safe dabei? Noch nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall angemeldet. Ich denke mal, ich komme gut rein. Ja, ich glaube auch. Kannst du dir mal seine Tattoos zeigen? Aber bist du eher so der Red Flag oder bist du so der Gentleman? Gentleman würde ich eher sagen. Red Flag nicht so. Ja. Bisschen Red Flag aber? Nee, ja. Kein bisschen gar nicht. Luis, bist du Single oder bist du vergeben? Glücklich vergeben. Glücklich vergeben. Oh. Aber ich glaube, sie steht auch hinter uns. Deswegen, er kann was anderes ja nicht sagen. Ne? Also, angenommen, du wärst jetzt Single. Ja. Wäre Reality was für dich? Nein. Nein? Nein. Ich bin seriös. No front. Sagen wir mal, du hättest eine zweite Persönlichkeit. Wäre das trotzdem was für dich? Ja, müsste ich dann überlegen, tatsächlich. Okay, welches Format würde für dich in Frage kommen? Aito. Aito? Die Freundin sieht das. Würdest du selber auch bei einer Reality-Show mitmachen? Ich glaube, aus Interesse ja. Ja. Einfach nur, um zu wissen, wie es hinter den Kulissen ist. Was wäre so dein Lieblingsformat? Boah, schon Love Island, weil Love Island ist ein guter Klassiker. Hast du einen Typen, den du so bei Love Island so richtig gut fandest bis jetzt? Nee, tatsächlich nicht. Alles echt? Idioten. Ja. Alles Idioten? Alles Idioten. Guckst du auch Aito? Ja, guck ich. Die aktuelle Staffel? Muss ich noch nachholen. Muss ich noch, aber weißt du schon, wer von den Jungs dabei ist? Grob, ganz grob. Ganz, findest ganz du grob. Da irgendeinen gut? Nee, tatsächlich nicht. Alles Idioten. Du bist dabei, ne? Nein. Nee, ich bin nur Zuschauer. Der Ozan ist dabei, der wie Sportakus aussieht. Okay. Von Lazy Town. Was ist dein Favorit bei Are You The One? Das sind ein paar. Gute Frage, jetzt musst du Mikrofon halten. Ja, also. Wen willst du smashen? Ich finde, optisch gesehen, ich kenne die alle persönlich jetzt nicht, ja, die jetzt klar, dabei sind, klar, aber klar, ich finde, die Dana sieht gut aus. Ja. Und da ist eine Blondine, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Das ist schlecht. Aber die sah auch gut aus, aber charakterlich muss ja auch passen. Ja, das stimmt schon. So charakterlich, ganz grob. Ganz grob, charakterlich, weiß ich ja nicht, ich habe die ja noch nicht geguckt. Scheiße. Ich gucke es ja später gleich mit den Jungs ein zusammen. Später? Ja. Nachdem ihr euch hier gut besoffen habt. Ja, genau. Willst du mitkommen, oder? Nee, ich bin mit meinen Mädels ganz glücklich, sorry. Kannst auch die Mädels mitnehmen, ne? Ja. Also, nee, sowas, da bin ich raus, sowas. Also das ist der beste... Hey, nein, also für Promo vielleicht, aber... Also für ein bisschen
Follower, sagst du? Ja, yeah, also wenn man so ein bisschen mitmacht und so, Domo und so vielleicht safe. Also würdest du auch im Fernsehen so küssen oder Geschlechtsverkehr haben oder ist das für dich ein No-Go? Boah, Geschlechtsverkehr schwer, das muss ich gucken, aber küssen safe. Was musst du gucken? Also bei Geschlechtsverkehr muss ich gucken, ob das so... Ob das passt? Ja, ob das passt oder okay. Jungs, wann habt ihr das letzte Mal gehabt? Oder ich hatte noch nie. Noch nie? Nee. Vor einer Woche. Vor einer Woche? Ja. Oder was mit dem ey, das müsst ihr rausschneiden. Oder wir machen doch Fragen, ja? Das müsst ihr rausschneiden, dass das dann rein. Was wären so deine Grenzen? So würdest du Sex haben oder? Nee, ja. Auf keinen Fall. Kein Sex? Nee. Küssen aber schon. Ja. Wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Eine Woche. So lange? Kann sich vielleicht noch heute noch ändern, ne? Wer weiß. War das ein One-Night-Stand oder? One-Night-Stand, ja. Machst du öfters gerne One-Night-Stands? Ab und zu, ne? Passiert mal. Würdest du im TV auch küssen oder sagst du ja. Direkt erste Folge oder würdest du sagen? Nein, nicht erste Folge. Aber mit Zunge so richtig? Ja, also ohne Boom Boom Room alles gut. Kannst du mal zeigen, wie du so küssen würdest? Nein. Du hier, ich habe hier Red Flag nach Red Flag vom Trash TV. Ja, wenn können wir direkt ausprobieren hier. Ich bin raus. Ich glaube nicht. Wen würdest du eher küssen? Ozan auch. Bachelor in Paradise. Aber du warst nett zu Layla. Ich war nett zu allen, komm. Nee. Wenn du jetzt mitmachen würdest bei Love Island, ja. Was wäre so deine Grenze? Meine Grenze ist schon, to be honest, im TV. Würdest du nicht machen? Würde ich nicht machen. Aber wenn er so richtig, ich sag niemals nie, also ich habe bis jetzt auch noch nie Sex gehabt vor der Kamera, aber... Hinter der Kamera weiß man nicht. Nein, doch. Aber ja. Ja? Also küssen würdest du, oder? Ja, natürlich. Ja. Also, direkt am ersten Tag. Wenn der Vibe passt, ja. Was? Und wenn der Alkoholpegel passt, not gonna lie. Jack Daniels aber, ne? Wenn die Jack Daniels haben. Wann hast du das letzte Mal gehabt? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? One-Night-Stands schon mal gemacht, oder? Ja, sowas gibt's nicht. Nein. Würdest du da küssen im TV, oder geht das zu weit für oder dich? Meine Mama guckt zu. Geht nicht, sagst du, okay. Nein. Küssen wäre schon Grenze bei dir. Ja. Yeah. Aber dann würde ich sagen zu Bachelorette oder so, weil da ist es halt so ein bisschen... Ja, hast du auch recht, ne? Ja, ja da ist so ein bisschen tranquilo gedacht. Ja, vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen? Ja. Kennt man den oder ist das so ein Undercover? Nein, das ist mein Freund. Achso, ah ja, stimmt. Wir vertauschen die Spiele einfach. Ne? Aber so One-Night-Stands und sowas vorher schon gemacht oder? Nee, ich bin schon seit Ewigkeiten in einer Beziehung. Ab und zu. Ab und zu? Was muss er so mitbringen, so optisch, dass er dich so flasht? Der muss gut riechen, immer schön gepflegt sein, gestylt sein. Fingernägel müssen sauber sein. Und Füße. Frauen stehen auf Füße bei Männern? Ja. Ich check auch nicht die Leute, die so Fußfetisch sind. Bewertet mal bitte Ozans Hände. Wo hast du noch Tattoo? Die sind sauber, sehr gepflegt, nicht so lang. Hier sehe ich auch ein Tattoo, guck mal hier in Rot. Sag mal. Baby. Baby Girl. Das sieht ja gar nichts. No. Übertreib nicht mal. Vorgestern? War gut, oder? Ja, war gut. War gut. War sehr gut. Und du, wann hattest du das letzte Mal? Boah, bei mir, Ja, komm. Brutto oder netto? Netto. Netto? Eine Woche. Vor zwei Wochen war gut? War angenehm. War angenehm? Was hat dich so gestört? Was mich gestört? Gar nichts hat mich gestört. Aber war ja, okay. Aber wenn ich nichts gestört hätte, wäre es ja super gewesen. Wir waren beide ein bisschen müde. Das war so eher so... So Blümchen-Sex war das. Ja, okay. Und du stehst mir aber auf. Nein, Spaß, ich bin noch Jungfrau. Ja. Ehrlich? Vom Sternzeichen vielleicht, aber mehr auch nicht, ne? Vom Sternzeichen Skorpion. Auch, ich bin Fische. Wir würden matchen. Freut mich, du bist Fisch. Nemo also? Ja, Nemo. Geil. Das heißt, ich muss noch gefunden werden. Oh. Ja. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Niemals. Charakterschwäche. Wer fremd geht, absolut. Da sind ein paar Kandidaten von uns heute dabei, die fremdgegangen sind. Hast du echt, denen irgendwas wirklich mitzuteilen? Ehrenlos, ganz ehrlich. Kleine Eierstöcke, whatever. So kommunizier offen und ehrlich. Aber ich find's gut, dass du Männer und Frauen beides angreifst. Ja. Sorry, aber Frauen können es genauso gut wie Männer. Ja, wollen wir uns nicht mal vorlügen? Ja, gut. Ne? Bist du schon fremdgegangen? Ich nein. Nein? Sehr gut. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Nein. Ja, eher ist ein bisschen schwierig, ne? Lukas, bist du schon mal fremdgegangen, Lukas? Ich hab dich akustisch leider nicht verstanden. Alles gut, die meinen, du bist super sympathisch. Macht ihr lieber vorher Schluss, oder? Auf jeden Fall. Aber wann fängt denn für euch Fremdgehen an? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall schwieriger als früher. Weil früher war Fremdgehen halt, wenn man sich mit jemandem getroffen hat. Also sobald man so eine emotionale Bindung aufbaut, genau, das ist oder wenn man halt irgendwas nicht erzählt und irgendwas verheimlicht. Ja. Zum Beispiel, wenn er mit anderen Mädels schreibt oder so, ist ja, das schon genau. Fremdgehen? Ja, und halt, ja, halt verheimlicht dabei. Wenn er es halt verheimlicht. Wenn er Porn guckt oder so, ohne nein, dass er euch... Nein. Darf er? Wann habt ihr das letzte Mal Sex gehabt? Boah, so ein paar Tagen. Ja, so ein One-Night-Stand oder ist das dein Freund? Also kein One-Night-Stand. Kein One-Night-Stand? Nee. Ja, so ein
Freundschaft mit Plus so? Nee, auch nicht. Kompliziert. Schwierig. Facebook-Status, ist kompliziert. Was hältst du so vom Fremdgehen? Bist du schon mal fremdgegangen? Noch nie. Noch nie? Halt dir nicht viel von. Was empfehlst du die Jungs oder Mädels da draußen, die fremdgehen? Digga, f*** euch. Nee. Bleib loyal. Fremdgehen ist einer der schlimmsten Sachen, die du jemandem antun kannst. Halte ich überhaupt gar nichts von. Super Einstellung. Vorher Schluss machen wir vielleicht, oder? So. Also wenn du deine Gefühle, sagen ja viele, ne? Gefühle verlierst, mach Schluss. Vor allem, es ist auch eine Entscheidung, ne? Das, viele sagen jetzt Palaver, ne? Aber, oder ich war besoffen, aber, ne? Deswegen. Hey, ach, du bist doch bei Aito jetzt, ne? Ich oder Ozan? Nein, beide. Ach, du bist Ozan. Ich hab schon Aito VIP, Entschuldigung. Ich bin jetzt hier auch bei Mama und Tante. Heute muss hier wieder Gesichtsreinigung gemacht werden. Würdest du eher den Lukas küssen oder würdest du eher den Ozan küssen? Ihr habt alle irgendeine Scheiße gebaut, ne? Gar keine. Alle? Gar keine. Du hast doch auch etwas irgendwas Dummes gemacht. Doch, 100%. Komm mal her. Ozan, was hast du gemacht? Irgendwas Dummes hast du gemacht. Ich mein's ernst, irgendwas Dummes hast du gemacht. Ich hab gar nichts Dummes gemacht. Doch, irgendwas. Irgendwas musst Kulin du gemacht haben. Zu toll, ne? Ich fand Kulin toll, ja. Aber die war auch echt hübsch, aber die war irgendwie ein bisschen so zurückhaltend. Und ja, frag doch mal ihn am besten. Ah, Donny! Ah, stimmt! Sie hat das Geld genommen statt der Liebe. Es tut mir leid. Da wurde für 10.000 Euro verkauft. Du hättest Layla nehmen sollen. Das Ding ist, Layla hat ihn auch abgeschossen für Mike. Oh. Schöne Grüße an Layla. Bist du schon mal fremdgegangen? Nee. Auf was für Typfrauen stehst du so? Boah, beschreib mal deine Frau. Keinen bestimmten Typen eigentlich. Muss kleiner sein als ich, ne? Dunkelhaarig oder? Ach, muss gar nicht. Haarfarbe ist egal meistens. Aber wie habt ihr euch denn kennengelernt oder kennt ihr schon ein bisschen länger? Die kennen sich schon ein bisschen länger. Ja. Ja? Und das ist die beste Freundin, die immer alles weiß. Die weiß auf jeden Fall alles, ja. Dann soll ich mal mit dir Interview alleine machen. Ja, normal. Nein, du komm her. Also, erzähl mal, wo hat sie denn so kennengelernt? Über Freunde. Über Freunde? Ja. Und dann direkt so Chakalaka? Nein, rüber? Nein. Die kannten sich auf jeden Fall schon über ein Jahr. Aber seid ihr auch schon mal so fremd gegangen, oder? Nee, absolut nicht. Das macht man nicht. Macht man nicht? Nee, finde ich nicht. Also, es geht gar nicht. Was ist, wenn ein Mann so fremd geht? Habt ihr denen so ein paar Tipps zu geben, so wann man das vielleicht besser kommunizieren soll oder vorher Schluss zu machen? Ich sag mal so, es muss, die Frau muss dem Mann alles geben oder andersrum. Da passiert das nicht. Die Frau muss dem Mann alles geben? Ja. Oder andersrum halt. Ich bin ein richtiger Palahons gerade. Nein, Mann. Nee, hinter dir. Nein, hinter dir hast du nicht mitbekommen. Aber warum bist du noch nicht vergeben? Du siehst doch gut aus, hast du auch. Ich bin sehr wählerisch. Das Ding ist, du suchst noch hier Perfect Match wahrscheinlich. Aber den Ozan hast du doch schon. Nee, der hat schon Emmy. Ich hab gar nichts Dummes gemacht. Man weiß Mensch. Nicht. Ja, wie nicht. Ja gut. Wolltest du was sagen? Was heißt das? Oder scheiß mal auf ihn, worum geht's? Wollt ihr auch was sagen? Ja, würde gerne. Erzähl was. Was machst du denn hier so? Wir machen ein bisschen für OnlyFans. Machen wir so ein bisschen Umfragen. Ehrlich jetzt? Ja. Ja, was sind denn die Fragen? Also du müsstest erstmal dich ausziehen. Okay. Und dann ein bisschen so zeigen, so was du so drauf hast. Hier draußen. Und dann die Mädels müssen das bewerten. Hier draußen? Ja, hier. Bruder, ich sehe auf die Straße, das ist doch so eine Belästigung. Nein, Quatsch, das ist ja alles abgesprochen. Ist mit Drehgenehmigung. Nee. Nee? Glaub ich dir nicht, Bruder. Aber findest du die Dame da interessant? Ja, dann sollen sie mal zuerst machen. Die machen vor, ich mach nach. Ja? Ja. Wer dein Mann? So dein Typsmann? Nee. Warum? Du bist nicht hässlich, um Gottes Willen. Aber? Ey, bring mich nicht in eine unangenehme Situation. Ist eine normale? Sorry, Botox, sorry, Habibi. Aber die Frage war, du musst dich ausziehen für OnlyFans und ich muss dich bewerten. Das hat er gesagt. Das hast du gesagt, Digga. Die Männer müssen sich ausziehen. Das ist alles hier drauf. Also, du müsstest erstmal dich ausziehen und dann die Mädels müssen das bewerten. Genau deswegen bin ich mit der AfD. Über ein Jahr. Ja. Hat er ein Jahr gebraucht? Naja, das war ein bisschen kompliziert. Aber was heißt kompliziert? Also, ich glaube, die waren halt erstmal nur befreundet und dann hat sich halt mehr ergeben. Hat er den ersten Schritt gemacht oder sie? Emma, wer hat den ersten Schritt gemacht? Hat die ja immer noch für mich? Ja. Stimmt, er hat mir das sogar erzählt, dass er das vorhat. Aber haben die noch Kontakt oder ist ja, schon? Ja. Dann, du musst die doch mal ein bisschen zusammenbringen, oder nicht? Und du, wann war das bei dir das letzte Mal? Eine Woche. Vor anderthalb Wochen, glaube ich. Anderthalb Wochen? Ja. So lange? Aber auch ein One-Night-Stand oder? Nee, das war, ihr war ja auch kein One-Night-Stand. Ach, das war der gleiche wie bei... Nein! War nicht derselbe Typ? Nein. Ach, Gott sei Dank. Hätten wir schon den Stress gehabt. Nein. Ach so, das war, ihr wart zusammen in einem Raum? Nein, das hatte gar keinen Zusammenhang. Ach so, okay. Das hatte gar keinen Zusammenhang. Ja, okay, Gott sei Dank. Aber frag an nicht, was ist dein Typ Mann eigentlich? Ich hab keinen Typ Mann, es muss passen einfach. Sie nimmt alles. Es muss viben. Alles. Nein, nicht alles. Es muss vorhanden sein. Alles ja. Was? Ja, okay. Es muss harmonieren. Gut riechen, hat sie ja schon gesagt. Mit Kondom oder ohne? Ohne. Ohne. Bruder, ich bin... War Spaß, Jungs. Ich sag auch ohne, Digga. Dankeschön. Ich bin noch 18, deswegen. Hab einen schönen Abend, Dankeschön. Aber bei euch läuft das auch in die Richtung oder ist es halt so? Weiß man noch nicht. Weiß mal man gucken. Noch. Schränk dich an, Junge. Erobern Sie. Bist du am Schluss Jack Daniels? Ja, ich nehme nochmal zum Schluss einen Jack Daniels. Gekühlt.
dir noch einen Schluck. Jawohl. Ja, war sehr lecker. War sehr, sehr lecker. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Natürlich. Ne? Pass auf dich auf und lass dich hier nicht von Idioten voll labern. Ne? Ah, schon oft genug passiert. Okay, mach's gut. Ne? Ciao, ciao. Leute, das war's dann auch schon heute mit unserer dritten Folge. Danke an Ozan. Danke an Lukas. Lukas? Wir verabschieden uns jetzt hier auch mit der heutigen Folge. Danke an die Jungs, dass sie mitgemacht haben. Hat super viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so kamerascheu. Also in dem Sinne vielen Dank für das Coaching. Ja, das hat er super gemacht heute, finde ich. Also absolut. Der Ozan natürlich auch. Ne? Also Leute, wie immer, abonnieren nicht vergessen. Die Glocke einschalten oder die Glocke klingeln lassen und ordentlich kommentieren. Teilt das mit euren Liebsten, weil wir sind immer noch relativ ganz am Anfang. Jede Unterstützung zählt. Yes. Also ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal richtig feiern hier, oder? I don't want, baby. Boom, boom, boom.